Son verlässt dann Pokémon mit den Typen Gestein und Psycho, existiert seit der dritten Spielgeneration und bildet zusammen mit Luna Stein ein Duo. Son verlässt ein mittelgroßes, schwebendes und sonnenähnliches Pokémon, das in den Farben Gelb und Orange erscheint. Das Pokémon hat einen orange-runden Kopf mit gelben Flecken, um das Gesicht herum hat es 8 verschiedene große gelbe Spitzen. Seine fast geschlossenen Augen haben eine schwarze Lederhaut und rote Pupillen. Sonnfeld hat 6 schwarze Augenbrauen pro Auge. Dabei liegen 3 oberhalb und 3 unterhalb des Auges. Die Augenlider sind gelb gefärbt und in der Shiny-Version ist Sonnfelds Körper rot gefärbt. Außerdem hat es dort blaue Pupillen. Sonnfeld ist ein schnelles Pokémon, welches vor allem durch seine Robustheit und seine Stärke heraussticht. Diese kommt zur Geltung, sobald es physische Attacken vom Typ Gestein einsetzt und Gegner beispielsweise durch den Einsatz von Steinkante mit scharfen Steinen sticht oder riesige Felsen auf ihn schleudert und Steinhagel einsetzt. Auch beherrscht es spezielle Attacken des Typs Psycho und schadet dem Gegner, indem es diesem durch Psychokinese mit einem mächtigen Strahl telekinetische Energie trifft. Sonnenfeld besitzt die Fähigkeit Schwebe, welches es vor Bodenattacken und Veränderungen des Bodens schützt. Sonnenfeld lebt in Gebirgen wie den Meteorfällen Höns oder der Leuchthöhle in der Carlos-Region. Scheint die Sonne, so kommt es aus diesen heraus und man sieht viele davon draußen leise durch die Luft gleiten und sich dabei sonnen. Währenddessen absorbiert das Meteoriten-Pokémon das Licht und zieht daraus seine Energie, weshalb es tagsüber am stärksten ist. Man sagt, es sei von der Sonne über das Weltall auf die Erde gekommen, könne Emotionen anderer sehen und Gedanken lesen, ohne dabei die Miene zu verziehen. Dreht es sich, so fängt es an zu leuchten und gibt dabei eine starke Hitze an seine Umgebung ab. Dabei hat Sonnfeld keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Bodenattacken, nimmt durch die Fähigkeit Schwebe wohlgemerkt, nimmt halben Schaden gegen Normalfluggift, Feuer- und Psychoattacken, doppelten Schaden gegen Käfer, Geist, Stahl, Wasser, Pflanzen- und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.